Bam, 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 bam. Die Orangen sind die DVs. Ah, okay. Es ging mal um die EVs, die sind ja auch nur beschränkt verteilt, möglich. Der Typ ist neu, ich speichere. So. Ach, die Grüne, dann habe ich etwa irgendwelche wichtigen Tag verschwitzt. Die Trainer geben sich ja heute richtig die Klinke in der Hand. Aber ist auch nicht so weit. Ich bin Astor. Ist es nicht irgendeiner von der Top 4? Wie wär's, wenn du kein Spiel zumindest schon mal hier bist? Kannst du erraten, welche Seite der Münzen landen, wenn ich werfe? Wieder noch. Ich habe keine Emotion, denn ich. Wow! Und deshalb wurde ich geplant, die Münze von einem der anderen Himmelkreisen von Aerons stibitzen zu lassen. Du hast gewonnen. Was? Als Belohnung sorge ich dafür, dass du hier per Bobo mir Tornado rufen kannst. Oh Gott, please, Astor. Die blauen sind die Faust. Die blauen sind die Faust und blauen sind die Faust. Oh Gott. Fast richtig, ne? Gelb sind wahrscheinlich die Ärger. Bring am besten mich auf und mach dich von ihm vertraut. Blau sind die DVs und Orange sind die EVs. So. Hättest du mich nicht aufdringlich, aber lass doch das Bild geben. Du kannst das Bild. Ja, Tornado reißen. Ein Rose liegt in Chapur. Das bleibt sich Teams kein Wissen. Das sollst du äußerst vorsichtig geboten. Haha, aber ich wollte eigentlich doch eine benutzen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Schutz. Und zwar Top-Schutz, wenn wir schon einen haben. Wenn das Arcani kann ich die Zucht nutzen, wäre ich auch. Genauso wie das Garados zur Zucht nutzen werde wahrscheinlich. Ja. Das mit dem Dohaido macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Sieht überhaupt nicht bedrohlich aus, mit so einem riesigen Dohaido von den Typen zu sitzen, ne? Wasserattacken gehen immer. Ist neutral, ne? Ja, nicht effektiv sogar. Bam, bam, bam. Ich möchte gerne, dass mein Garados noch was Cooles lernt, wie Drachen tanzen in einem Level, in vier Level. Bam, 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 bam. Na, dann muss ich jetzt wieder einen Schuss nutzen. Bam. Kann ich hier irgendwo ein Item? Okay, ein Taucherball. Na, okay, never mind. Haie 2. 3 und 47, 75. Kann schon mal vorkommen, dass ein Gufa oder ein Corazon-Master noch einen schnappt. Okay. Schwimmer-Pärchen, Doppelkampf-Action. Schwimmer paar Kieris und Hort fort, nicht heraus. Lamos und Enteron.
Yay. Doppelbetrohr. Oh Gott, das Spiel. Also man merkt jetzt vielleicht, dass es schon ein bisschen hängt, ne? Oh ja, ganz hart. Weiter so. Ich wusste, dass Lamo das denken würde. Bam, Level 41. Überflutung. Okay. Jetzt habe ich noch ein Master-Pokémon in meinem Team. Mann, ich hatte schon wieder einen Goofer nach meinen allerwertesten geschnappt. Mein Entor, ich warte vor allen auf den Sit-Ups schon vor dem Kampf völlig aus der Puste. Oh, bist von der Überflutung ganz nass geworden. Das war das falsche Item. Vielleicht macht irgendjemand so ein Best-of. Meine Pokémon streichelt. Jetzt stehen sie. Ganz schlimm, die ganzen sportbegeisterten Schwimmer. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich hier Spielfortschritt mache. Hey! Das ist what the fuck. Hallo Schwimmerin Johanna. Lipiskus! Ja, komm, ich denke mal, könnte aber ausreichen. Ich meine, es ist ein fucking Hibiskus. nein, möchte ich nicht. Ist ja Wassergestein, also ist neutral. Bam. Nein. Ich glaube nicht, dass ich mein Garados Vito-Pum bespielen lasse. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, das scheiß Vieh. Wegen den scheiß Vieh war die scheiß Wasserprüfung so scheiße schwer. Ich merke, wie sinnlos unser Kristallplatscher ist. Reicht nicht aus, ne? Nee. Bam, 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 bam. Oh. Was bringt ihn das denn? Ich wollte gerade sagen, Double Protect wäre jetzt echt schon ein bisschen heftig hart gewesen. Schade. Ah,
Ah, das Mon ist cool. Ja. So. Kann man angeln. So, Heido ist schon cool, muss ich sagen. So, ich muss mal kurz was schauen. Die haben schon gekämpft, okay. So, bam. Ich wusste nicht, ob ich irgendwo hier hingehen kann. Da liegt nämlich eine fucking TM. Yay. Stromstoß. Nice. Eins nice TM von Attacke her. Hey, hey, zeig meine Pokémon auf in den Kampf. Woolpix, okay. So, jetzt müssen wir neutral rein. Bam, 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 bam. Ein Apollo, okay. Apollo. Ich glaube, Knirscher ist eine gute Wahl. Sehr wichtig, alles so. Knuddelluff muss man knuddeln. Okay, das war schlecht. Der Level 40, wunderbar. Oh mein Kleiner, zurück in eure Bellen. Okay, kann man auch nicht hin. Ja, bam! Du Heido Action! Hui! Das macht schon irgendwie Spaß. Die sehen ja gerade, wo wir gespawnt sind. Wenn du viele Pokémon fängst und in den Pokémon-Bug erblickt, treibst du damit die Entwicklung des Pokémon-Ressorts voran. Okay. Ist auch nichts. So. Auf ins Pokémon-Center! Level 1 Level ab, dann erlernt Gara das Drachentanz. Das ist awesome. Dann verlerne ich nämlich den Platscher. Bam bam. Was ist mit euch los? Pokémon der Fähigkeit Receiver können die Fähigkeit kampfunfähig gemacht worden. Mitschreite mit übernehmen. Was? Pokémon der Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeit eines kampfunfähig gewordenen Pokémon Mitschreiters übernehmen. Okay. Bist du ein Trainer oder hast du Interesse an Nebenbeschäftigungen? Ja. Nein! Really? Kleiner Nachtrag.
Ups, das Kabel kommt. Lassen namens als der einzige schnellste Parabogiken man manchmal kennt man mit unter Art. Das ist nicht wahr. Stimmt, ich habe lange kein Kaffee mehr gekauft. Egal, weiter geht's. Kriegen wir ein Indigo-Kakao. Yay. Bam, bam, bam. Vielleicht versteht ihr langsam, warum ich so ewig gebraucht habe für die Story. Was kommt aus Höhen? Okay, hier in der Wackies. Das ist ein Hyperheiler bei der B. Yay, Pokémon. Nein, da war eine Person, mit der ich nicht gesprochen habe. Bam, bam, bam. So. Bam, bam, ja, es ist wie Tauro. Das triggert mich hart. Pokémon Rest ist ewig so das Beste, nein. Ich werde das scheiß Item! Ah, die Typen. Da bist du ja endlich. Ich gleiche mal der Reinkarnation. Den überspendest du wirklich keine Zeit. Hast du eigentlich schon Zellen von Kern von Xyrade gesammelt? Eine Handvoll. Das hättest du schon mindestens 10 Zellen und Kerne gesammelt. Wie nur hast du, ich fange an mit der Erklärung, aufgepasst. Oh, jetzt habe ich leider alles weggeklickt. Ah ja, war ja klar, den komplizierten Teil darf ich dann wieder in den Nachrichtensender. Blablabla, oh, das habe ich wieder geklickt. Ah. Ich muss 100 Zellen sammeln, ist mir völlig klar. Jetzt hört auf zu labern, was ist denn mit euch los? Ernsthaft? Oh, hier liegen halt die 3 Starter-Pokémon wahrscheinlich drin, aber man kann sie nicht nehmen. Komm schon, ich wähle Phoenix. Okay, funktioniert nicht. Ich gebe nicht mehr die Megasteine, okay. Ja, aber wie kommt man da ran? Wie kommt man da ran? Okay. Ihr kämpft gegen mich. Bam, 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 bam. Geh außenrum. Dann musst du musst da runter gehen. Okay, danke. Mach ich gleich. Krabbeln.
Aloha, Slimog. Ah, hier, okay. Okay. Das ist schon ein bisschen arg böse versteckt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so gefunden, ne? AP plus ist gut. Dann heile ich mich jetzt irgendwie weiter. So. Ach nö. Was ist es denn? Ein Mimigma vielleicht? Nee, das. Okay. Ich denke mal, das reicht auch so aus. Oder ich flinche. Kann aber auch machen. Noch drei Level.